Mein Name ist Marc Pfarr, ich bin 20 Jahre alt und ich absolviere derzeit bei der Unternehmensgruppe Fischer mein DH-Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik. Für diesen Studiengang habe ich mich entschieden, da ich zum einen ein betriebswirtschaftliches Studium machen wollte und zum anderen einige Vorkenntnisse und Interesse an der Informatik hatte. So kann ich beides miteinander kombinieren. Außerdem habe ich hier im Unternehmen bereits während meiner Schulzeit ein Praktikum im Bereich Wirtschaftsinformatik gemacht. Hier befinden wir uns in der IT, wo man während des Studiums ungefähr die Hälfte der Praxisphasen verbringt. Der IT-Bereich besteht aus 4 verschiedenen Abteilungen. Im IT-Service werden die IT-Probleme der Mitarbeiter im gesamten Unternehmen erfasst und bearbeitet. Die Mitarbeiter im Infrastrukturbereich kümmern sich um die Hardware wie Notebooks und Smartphones, aber auch um Dinge wie Handscanner aus der Logistik. Zudem wird hier alles rund um das Thema Software und Security behandelt. Außerdem haben wir hier die Experten, was das Thema Server betrifft. Der dritte Bereich ist hauptsächlich für das eingesetzte SAP-System und die damit verbundenen Module zuständig. Dabei spielt auch die Entwicklung eigener Anwendungen im SAP eine Rolle. Zusätzlich werden hier alle Themen rund um Web und CAD betreut. Im IT-Management werden Projekte geplant und überwacht. Dazu gehören große IT-Projekte im Inland, aber auch bei unseren Landesgesellschaften im Ausland. Zudem werden hier die IT-Kennzahlen ausgewertet und bereitgestellt. Neben der Zeit in der IT sind wir noch in verschiedenen kaufmännischen Bereichen wie Einkauf, Vertrieb oder Controlling eingesetzt. Außerdem durchläuft man auch andere Geschäftsbereiche wie Fischer Technik oder Fischer Automotive Systems. Die jeweils 3-monatigen Theoriephasen finden an der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen statt. Man erlernt Grundlagen der IT und erlangt erweiterte Kenntnisse in der Programmierung und im Bereich der Datenbanken. Im kaufmännischen Bereich stehen Buchführung, Bilanzierung und Kostenrechnung im Vordergrund. Die Vertiefungsrichtung Business Engineering bietet einen Einblick in Material-, Produktions-, Prozess- und Logistikmanagement. Das DH-Studium bietet auch einige Highlights. Als Azubis sind wir zum Antenne 1 Dream Team geworden. Demnächst habe ich auch noch die Möglichkeit, einige Monate im Ausland in einer unserer Landesgesellschaften zu verbringen. Dort kann ich die Kollegen vor Ort beispielsweise bei einem SAP-Rollout unterstützen. Das Studium dauert insgesamt 3 Jahre und man erlangt einen Abschluss als Bachelor of Science. Als Wirtschaftsinformatiker ist man nach dem Studium vielseitig einsetzbar. Selbstverständlich kann man im IT-Bereich arbeiten, aber auch in verschiedenen anderen kaufmännischen Bereichen im Unternehmen.